Okay, als erstes Name, Vorname. Heute Abend habe ich die Ehre, diese Sitzung zu eröffnen. Danke, sehr großen Dank. Ehrenes Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen Veranstaltung, zu der AGA, Landeszentrale für politische Bildung, Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Kreis Ausländerbeirat zum Thema Ausländerbeiräte im Fokus, Antworten auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Und freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung gefolgt sind. Insbesondere begrüße ich unseren Gastreferenten, Herrn Volker Ickstadt, ehemaliger Präsident des Verwaltungsgerichts Kassel. Und dann begrüße ich Sie nochmal und dann Herrn Enes Wegen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Landrat hat auch zugesagt, bei dieser Veranstaltung zugegen zu sein und dann auch ein Gruß vorzuhalten. Kurzfristig hat er aus terminischen Gründen abgesagt. So, ich möchte auch noch mal etwas zum Thema eingehen. Aus meiner Sicht, am 3. November 2019 hatten wir als Kreisausländerbeirat unseren traditionellen alljährlichen Empfang miteinander im Gespräch unter diesem Motto hier in diesem Saal und hatten als Gastredner Herrn Professor Dr. Roman Bozek, heute Justizminister, Präsident des damals, Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs und ebenso Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main. Bei meiner Begrüßung vor weit über 200 Gästen sagte ich, dass Wahlrecht ein Menschenrecht ist. Und die Ausländerbeiräte ihre Mission erfüllen werden, wenn alle Menschen in diesem Land dauerhaft leben, wenigstens ein Kommunalwahlrecht, also ein Kommunalwahlrecht erhalten würden. Wir haben uns ab 2008 unter Federführung der AGA in zahlreichen hessischen Kommunen, unter anderem im Kreis Offenbach, mit der Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte in Hessen befasst und unsere Vorschläge an der Landesregierung vorgelegt. Viele Kolleginnen und Kollegen mit Herzensblut an der Sache gearbeitet, in der Hoffnung, dass die politische Teilhabe und Beteiligungsrechte der hier lebenden Menschen ohne deutschen Pass verbessert werden. Im Mai 2020 wurde die HGO novelliert und die Ausländerbeiräte erhielten somit Rede- und Antragsrecht in Kommunalparlamenten. Die Ausländerbeiratswahl fand am 14. März 2021 mit der Kommunalwahl gleichzeitig statt. Und eineinhalb Jahre nach der Wahl diskutieren wir heute über die politischen Mitspracheformate bzw. Mitspracherechte und auch Erfahrungswerte über diese Gesetzesänderung. Einige Politiker und Politikerinnen meinen, dass die Ausländerbeiräte nur zu Themen, welche die Ausländer betreffen, sich äußern dürfen oder können. Seit 1993 engagiere ich mich persönlich für die Ausländerbeiräte und stelle immer fest, dass die Themen, welche in Kommunalparlamenten behandelt werden, tangieren auch die ausländischen Bürgerinnen und Bürger oder neudeutsch Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. Wir engagieren uns ehrenamtlich für ein friedliches Miteinander und Zusammenleben aller Menschen, so wie wichtigste ist politische Teilhabe in unseren Kommunen. Ausländerbeiräte sind einzige Teilhabemöglichkeiten für Menschen ohne deutschen Pass, wo parlamentarische Demokratie gelebt und erlebt. Deshalb braucht dieses Engagement mehr Unterstützungsrespekt von der politischen Seite. In Stadt und im Kreis Offenbach mit weit über 180 Nationen leben wir Internationalität, Interkulturalität und die Vielfalt hautnah. Wir leben friedlich miteinander und haben guten Dialog mit der politischen Verantwortlichen. Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen. Das ist nicht überall selbstverständlich. Ausländerbeiräte sind politische und gesellschaftliche Impulsgeber, Netzwerke und Netzwerke zwischen Politik und Institutionen und ebenso die Gesellschaft.
Förderer des interkulturellen und interreligiösen Dialogs und Konfliktvermittler in vielen Lagen. Bei den Wahlen lesen wir sehr oft, in Wahlplakaten den Spruch, jede Stimme zählt, das kennt ihr. Gerade deshalb ist außerordentlich wichtig, dass die Stimme der Ausländerbeiräte gehört werden und die Ausländerbeiräte sowie Bürgerinnen und Bürger ohne deutschen Pass brauchen mehr demokratische Mitbestimmungsrechte. In diesem Sinne wünsche ich uns allen neue Ideen und Impulse für spannende Diskussion für heute Abend und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Stefan Zelger ist mein Name aus der AGA Geschäftsstelle und ich möchte zunächst mal ganz herzlich Dank sagen an Hüsa Mettin, dass wir heute hier sein dürfen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich ein ebenso großes Dankeschön an Sempa richten, die sich heute ja auch um die Organisation gekümmert hat. Und ich glaube, das ist ebenso einen kleinen Applaus wert, zumindest einen kleinen Applaus. Ich möchte noch etwas sagen zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Wir haben vorgesehen, dass wir ungefähr bis 21 Uhr machen, plus minus. Da sind wir immer auch etwas flexibel. Das hängt auch dann von euren Fragen ab. Wir wollen nach den zwei Referaten, die wir hören, auch euch teilhaben lassen mit eigenen Statements, mit eigenen Wortbeiträgen. Und da haben wir eigentlich dann auch keine Deadline nach hinten hin. Aber erfahrungsgemäß, es ist ja heute die dritte Veranstaltung, die wir machen, endet das Ganze dann so gegen 21 Uhr. Wir können uns stärken zwischendurch. Brezeln sind vorhanden und Mineralwasser. Und ja, ansonsten will ich gar nicht viel weiter sagen zu den spannenden Inhalten, die uns erwarten. Nur so viel, sie sind wichtig für unsere politische Arbeit in den Beiräten. Sie sind aber genauso für unseren Dachverband wichtig, wenn wir gegenüber der Landesregierung hin und wieder ja auch mal das Wort ergreifen, wenn es um die Fragen der politischen Teilhabe geht in unserem Bundesland. Zwei Aspekte, die wir heute beleuchten wollen. Als erstes wird Volker Ickstadt, der ehemalige Präsident des Verwaltungsgerichts in Kassel, heute einen Vortrag halten. Ein Fokus seiner Ausführungen liegt im Bereich der Befugnisse der Ausländerbeiräte, immer ein sehr strittiges Thema, wie ich aus der Praxis weiß, wie ihr es auch kennt aus der Praxis, insbesondere nachdem jetzt den Ausländerbeiräten auch nach der neuesten HGO-Novellierung das Antragsrecht eingeräumt worden ist. Da gibt es Probleme, die schon sehr schnell dann auch entstanden sind. Darauf wird Volker Ickstadt eingehen. Wenn er dann fertig ist mit seinen Ausführungen, hat Ernest Büdingen, unser Landesvorsitzender, den zweiten Vortrag in petto. Da geht es grob gesagt um Fragen, wie sieht es eigentlich mit der politischen Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in unserem Bundesland aus. Was ist der Ist-Stand, aber was sind vielleicht auch am Horizont Dinge, die aufleuchten, die möglicherweise auch für uns problematisch erscheinen. Mehr will ich nicht verraten. An dieser Stelle soll es das gewesen sein von meiner Seite. Ich werde dann hinterher noch die Diskussionsleitung übernehmen und die Wortmeldungen aufschreiben. Und jetzt darf ich bitten, Volker Ickstadt. Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also mein Name ist Volker Ickstadt, ich war mal in meinem früheren Leben Verwaltungsrichter, also am Schluss Präsident des Verwaltungsgerichts Kassel, bin aber zu dieser Sache eigentlich aufgrund meiner Herkunft, will ich nicht sagen, aufgrund meines Wohnorts in Hattersheim gekommen. Also die ganze Sache heißt mittlerweile vielleicht auch schon Hattersheimer Affäre, weil das Ganze lässt sich aber an dieser Sache ausgesprochen gut demonstrieren, weil man kann wirklich sehen, wo da die Schwierigkeiten sind bei der Auslegung der entsprechenden Vorschriften. Ich habe mich bemüht, halt das ein bisschen verständlich zu machen, weil juristische Sachverhalte normalerweise nicht jedermanns Sache sind, meine auch nicht, aber, aber ich probiere es einfach mal, das verständlich darzustellen. Vielleicht vorab, Sie sehen,
an der Tafel hinten eine Statistik, die deutlich ausweist, wie hoch eigentlich weiterhin, das hat mich auch erstaunt, oder was heißt weiterhin, also das ist eine Entwicklung, die man sehen kann, wie hoch der Anteil der Ausländer in Hessen ist. Das sind 17%, das heißt, eigentlich ist fast jeder fünfte Einwohner in Hessen Ausländer. Das ist die Ausgangslage, das ist wichtig, weil man kann jetzt nicht mehr auch rein juristisch oder rechtlich von einer reinen Minderheit sprechen. Das ist ein ganz gewichtiger Teil unserer Bevölkerung. Und wenn man das hat, da geht es nicht mehr um Minderheitenschutz oder um Interessenvertretung, sondern es geht um Teilhabe eines ganz wichtigen Teils unserer Bevölkerung. Das ist wichtig für die Deutung und die Auslegung auch der Vorschrift, mit denen wir es hier zu tun haben. Ich gehe mal praktisch vom praktischen Fall aus. Es ist immer gut, wenn man das macht, damit man es besser demonstrieren kann. Also in Hattersheim ging es darum, das ist noch ein laufendes Projekt, Hattersheim ist sehr stark gewachsen in der letzten Zeit. Also es sind sehr viele neue Einwohner dazugekommen und da gab es eben das Problem oder die Notwendigkeit, eine neue Grundschule zu bauen. Und das kann man hier sehen, das ist halt das Gelände, um das es geht. Das ist der Bebauungsplan. Alles noch relativ uninteressant, wenn man so sieht, aber interessant wird es, wenn man das nächste sieht. Da kann man nämlich sehen, es gibt eine spezifische Verteilung, wenn man so will. Es gibt einen Bereich, wo vorwiegend Ausländer sind, ausländische Bevölkerung ist, und zwar traditionell. Und auf der anderen Straßenseite Einfamilienhäuser, vorwiegend deutsche Bevölkerung. Wir haben es nicht nachgemessen, ist auch nicht verifiziert, aber es ist einfach so, dass das die Verteilung eigentlich ist. So, und die neue Grundschule, die braucht natürlich einen Verkehrsanschluss. Und der Verkehrsanschluss läuft jetzt über diese Straße, die Sie da sehen können, ja, die durch das Gebiet hindurchläuft. Ja, kann man hier sehen? Also das ist nicht farblich gekennzeichnet, die läuft zwischen den beiden Teilen durch. Und um diese Verkehrsbelastung geht es jetzt. Und der Ausländerbeirat der Stadt Hattersheim, der hat sich eingeschaltet und hat gesagt, naja gut, es geht ja auch um die Interessen der ausländischen Bevölkerung in dem angrenzenden Gebiet. Und wir nehmen mal an, dass das unsere Angelegenheit ist und hat dann einen entsprechenden Antrag gestellt. Einen sehr sinnvollen Antrag, glaube ich, gesagt, naja, es ist nicht so gut, wenn da jetzt auf einmal Elterntaxis en masse auftreten. Es wäre doch gut, wenn wir eine Konzeption haben zur Fuß zur Schule. Und der Magistrat sollte sich doch dafür einsetzen, dass es ein solches Konzept gibt. Ja, Antrag des Ausländerbeirats der Stadt Hattersheim. Dieser Antrag ist sofort, also relativ schnell auf Widerstand gestoßen, zwar nicht inhaltlicher Art, dass man gesagt hat, nee, das wollen wir nicht, interessiert uns eigentlich nicht so sehr, sie sollen halt mit dem Auto fahren oder sonst wie sie dahin kommen, interessiert uns nicht. Nein, wir haben gesagt, euch geht die Sache nichts an. Der Ausländerbeirat hat sich mit der Sache doch gar nicht zu beschäftigen, weil, wenn Sie immer die Begründung sehen, das ist keine Sache, die sich ausschließlich an Ausländer wendet, ja. Das war die Begründung. Und es kam dann, wie es kommen musste, dass es von der Tagesordnung genommen worden. Das heißt, man hat sich gar nicht mit der Sache beschäftigt, sondern man hat es von der Tagesordnung genommen, weil man davon ausgegangen ist, seitens der Stadtverordnetenversammlung, zuständig ist der Stadtverordnetenvorsteher oder die Stadtverordnetenvorsteherin, die haben gesagt, das ist keine Angelegenheit der Ausländer. Und darum geht's. Darum geht es. Also ist das tatsächlich richtig, diese Ablehnung, oder ist sie falsch? Oder ist sie irgendwie richtig oder irgendwie falsch? Und darum ging es. In diesem Stadium hat mich der Ausländerbeirat dann um Hilfe gebeten und hat gesagt, guck dir die Sache doch mal an. Wenn mich jemand fragt, ob ich mir die Sache angucke, wird es meistens ziemlich schlimm, weil meistens ziemlich viel Arbeit dann dahinter steckt. Und hier hat viel Arbeit dahinter gesteckt.
Das ist eine ganz haarige Kiste, die also immer noch im Unklaren schwebt und aber extrem wichtig ist für die Arbeit der Ausländerbeiräte. Ganz wichtig. Und zentrale Fragen angesprochen. Und ich werde nachher mal sagen, wie man damit umgehen sollte aus meiner Sicht und wie die politische Zielsetzung für die Zukunft eigentlich aussehen soll. Das ist die Vorschrift, um die es geht. Das ist der Paragraph 88 der Hessischen Gemeindeordnung. Der ist insofern jetzt verändert worden, novelliert worden, als ein Antragsrecht auch hinzugekommen ist. Vorher gab es nur ein Beratungsrecht, eine Beratungspflicht des Ausländerbeirats und ein Anhörungsrecht. Damit konnte man immer sehr gut leben. Wenn man ein Gremium hat, was man anhören muss und was beraten muss oder so, das macht überhaupt keine Schwierigkeiten, keine Arbeit. Weil, dann sagt man, die hören wir an und dann ist gut. Aber wenn jetzt auf einmal jemand ein Antragsrecht bekommt, ist es so, dass das potenziell Arbeit machen kann, weil damit muss man sich dann auseinandersetzen. Man muss dann fragen, ist der Antrag zulässig? Was machen wir mit dem? Den müssen wir beraten. Dann gibt es ein Rederecht, natürlich, zwangsläufig, weil man kann nicht einfach einen Antrag stellen und das dann nicht begründen dürfen. Und wenn man was dagegen hat, dann vielleicht noch mal was zu sagen kann. Und das ist der Pudelskern. Man hat Angst, dass sich das ausweitet. Man hat Angst, dass die Ausländerbeiräte jetzt von ihrem Antragsrecht üppig Gebrauch machen und dann noch ein Gremium existiert, mit dessen Anträgen man sich beschäftigen muss. Und das ist der Pudelskern. Was anderes steckt da überhaupt nicht dahinter. Die wollen nicht die Arbeit haben. Ja? Ob da eine diskriminierende Haltung dahinter steckt, weiß ich nicht, kann sein. Aber das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Ja? Darum geht es. Nochmal zurück. Das geht eigentlich um die Auslegung dieser Begriffe, die da verwendet werden. Was sind Angelegenheiten, die Ausländer betreffen und was sind wichtige Angelegenheiten, die Ausländer betreffen? Um diese Auslegung geht es da. Wie Sie gesehen haben, Ottersheim hat gesagt, Ausländerangelegenheiten sind nur solche, die speziell und zwar direkt Ausländer betreffen. Das heißt, andere nicht. Wenn irgendwelche Angelegenheiten sind, die sich nicht speziell auf Ausländer beziehen, dann ist das keine Angelegenheit, die Ausländer betreffen. Wenn man als Jurist an so eine Vorschrift rangeht, guckt man normalerweise, wie die entstanden ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kann man sehen, dass von der Gesetzeshistorie, wie wir sagen, also von der Gesetzesgeschichte her, dass so ist, dass man das in der Diskussion hatte damals, was sehr sinnvoll gewesen wäre, dem Ausländerbeirat ein völlig unbeschränktes Anhörungs- und Antragsrecht einzuräumen, was sehr sinnvoll gewesen wäre, hat man aber nicht gemacht. Man wollte das nicht, weil man hat gesagt, naja, das will man nicht, die sollen ihre Interessenvertretung machen, aber sonst sollen sie eben nichts machen. Und das hat man eben abgelehnt und hat gesagt, nee, es soll auf Ausländerangelegenheiten beschränkt sein, das Ganze. Und was versteht man darunter? Was sind Ausländerangelegenheiten? Und da können Sie sehen, in Betracht kommen, das sind so ein bisschen beispielhafte Aufzählungen. Schul-, Sozial-, Wohnungswesen, kommunale Einrichtungen. Und das ist jetzt aber wirklich schon sehr aussagekräftig, der nächste Satz. Kindergärten in Ortsbezirken und mit einem hohen Anteil kinderreicher Familien. Und da kann man irgendwie schon einen deutlich diskriminierenden Einschlag erkennen. Also man hat gesehen, die haben ja viele Kinder und so und dann kann es natürlich sein, dass sie spezielle Interessen haben, die sie auch bitte vertreten können, aber das Ganze nicht. Und diese Begründung, die hat sich heute aus meiner Sicht völlig erledigt. Die ganze Vorschrift ist aus meiner Sicht unzeitgemäß, sie ist unbrauchbar und auch potenziell diskriminierend. Deshalb kann es eigentlich nur darum gehen, diese Einschränkung mit den Ausländerangelegenheiten ersatzlos zu streichen.
Das ist eine politische Forderung, die sich aber auch daraus resultiert, dass man mit dem Ding nicht umgehen kann. Aus juristischer Sicht kann man mit dieser Vorschrift nicht sinnvoll arbeiten. Ich werde das mal demonstrieren. Also unstreitig ist klar, das war von Anfang an klar, dass alle Ausländerangelegenheiten sind solche, die nur Ausländer betreffen, spezifisch Ausländer betreffen. Das sind positiv alle Maßnahmen, die zur Förderung von Ausländern geführten Unternehmen oder von kulturellen Veranstaltungen sind, die halt nur Ausländer betreffen. Ich muss mich immer mal ein bisschen zurück. Also sportlicher Art, ausländische Vereine oder sowas. Negativ könnte man sagen, alle Maßnahmen, die nur Ausländer belasten. Also es gibt eine positive Seite und eine negative Seite von Ausländerangelegenheiten. Einmal positiv, man will sie fördern, andererseits gibt es möglicherweise Maßnahmen, die Ausländer belasten. Das sind die beiden Fallalternativen, die man sich vorstellen kann. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn eigentlich, wenn Maßnahmen nicht nur die ausländische Bevölkerung betreffen, sondern die deutsche Bevölkerung auch und vielleicht in gleichem Maße? Ist das dann noch eine Ausländerangelegenheit oder ist es nicht? Und das kann man ja sehen. Also ich habe das nochmal aufgerufen, diese Maßnahme, also der Neubau der Grundschule mit den Verkehrsschwierigkeiten, mit den Zugangserschwernissen, Neubau von Zugangswegen, die betreffen alle gleichermaßen. Ich kann es gar nicht differenzieren. Die Straße wird von beiden Hälften sozusagen gleichermaßen bedient und alle haben dieselben Probleme, wenn es welche geben sollte. Ich kann gar nichts differenzieren. Also das betrifft nicht nur ausschließlich Ausländer, sondern es betrifft alle, die dort wohnen, und zwar eigentlich in gleichem Maße. Und was mache ich dann damit? Sind das noch Ausländerangelegenheiten, nur weil auch Ausländer betroffen sind, neben Deutschen? Das ist die Frage. Also, das ist die ganz entscheidende Frage, die dann auch gestellt worden ist von uns in der Auseinandersetzung, in der politischen und auch in der juristischen Auseinandersetzung mit der Stadt Hattersheim. Und die haben sich natürlich Hilfe geholt vom Hessischen Städtetag. Und diese Frage ist offen. Also die wird weiterhin sehr umstritten behandelt von uns und vom Hessischen Städtetag auch. Da ist noch keine abschließende Klärung eingetreten. Wo die Schwierigkeiten liegen, werde ich jetzt nochmal versuchen, etwas näher zu erläutern. Also es geht um Maßnahmen, wesentlich um Maßnahmen, die sowohl Ausländer betreffen als auch die deutsche Bevölkerung. Darum geht es. Alle anderen sind ja unstreitig. Wenn es keine Ausländer dort gibt, sind es eben Maßnahmen, wo keine Ausländer betroffen sind. Wenn das Maßnahmen sind, die nur Ausländer betreffen, dann sind es eben Ausländerangelegenheiten. Das ist eindeutig so. Aber das ist die kritische Frage. Der Städtetag hat zunächst gesagt, naja, also wir gehen weiterhin davon aus, dass Ausländerangelegenheiten nur dann vorliegen, wenn spezifisch Ausländer betroffen sind. Eigentlich nur Ausländer betroffen sind. Wenn das doppelfunktionale Maßnahmen sind, dann sind es eben keine Ausländerangelegenheiten. Und dann haben wir die Frage gestellt, gibt es denn überhaupt solche Maßnahmen? Der Gesetzgeber ging davon aus, dass es die gibt. Aber wenn man sich das näher betrachtet, wird man feststellen, dass es in der Praxis solche Maßnahmen überhaupt gar nicht gibt. Oder sehr selten. Wenn überhaupt, sind das nur sehr vereinzelte und punktuelle Maßnahmen. Das sind also alle Maßnahmen, die ich schon genannt habe. Wenn man halt bestimmte Fördermaßnahmen für rein ausländische Vereine hat oder rein ausländisch geführte Unternehmen hat oder nur kulturelle Veranstaltungen, wo nur Ausländer betroffen sind, dann ist das so. Aber das habe ich dann damals versucht zu verdeutlichen. In der Praxis gibt es das praktisch gar nicht. Und zwar aus gutem Grund. Man will doch gar nicht diese Unterscheidung treffen, wenn ich irgendwelchen
Integrationsmaßnahmen treffe oder Maßnahmen vorhaben oder irgendwelche Veranstaltungen machen zur Integrationsförderung, dann unterscheide ich doch nicht danach, ob der Betreffende oder die Betreffenden die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder nicht. Das geht glatt an der Realität vorbei. Auch die ganzen staatlichen Maßnahmen, die wir haben, dieses Wir, richtet sich an alle, eigentlich auch an Deutsche. Das richtet sich danach, welche Ziele man damit verfolgt. Die Integration soll gefördert werden. Aber ich will ja nicht die Integration von Ausländern speziell fördern, sondern ich will die Integration von allen fördern, die einfach einen Integrationsbedarf noch haben. Das sind unterschiedliche Personengruppen, das können Migranten sein, die gerade jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt haben oder eben welche, die noch gar keine Staatsangehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit erlangt haben und vielleicht auch gar nicht erlangen können. Weil es gibt ja Fälle, in denen man aus gutem Grund eben die deutsche Staatsangehörigkeit nicht annimmt. Also beispielsweise Erbrecht, Verlust des Erbrechts in der Türkei oder ähnliches. Es betrifft eben ganz unterschiedliche Gruppen und solche Maßnahmen, die sich speziell gegen Ausländer richten oder für Ausländer gedacht sind, gibt es in der Praxis so gut wie gar nicht. Positiv. Negative Maßnahmen gibt es auch oder auch nicht, weil das wird man sich gut überlegen, ob man sowas macht, weil die sind nach dem Grundgesetzlichen einfach verboten. Wenn ich irgendwelche Maßnahmen treffe, die diskriminierende Funktionen haben zulasten von Ausländern, kann man sagen, das ist aufzuheben, ist rechtswidrig, weil das diskriminiert Personen wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer fehlenden Staatsangehörigkeit. Das ist nach dem Grundgesetzlichen einfach ausgeschlossen. Geht nicht. So, das hat der Hessische Städtetag dann auch irgendwann mal verstanden und hat gesagt, naja, gut, wenn es das gar nicht gibt, dann modifizieren wir uns mal etwas und sagen, naja, vielleicht ist es doch möglich, dass solche Maßnahmen, die alle betreffen, dann auch Ausländerangelegenheiten sind. Aber wir haben ja immer noch die Einschränkung im Gesetz. Da steht ja extra drin, die Ausländer betreffen. Also muss das ja irgendeinen Sinn ergeben, irgendeinen einschränkenden Sinn geben. Und dann hat er gesagt, naja, dann legen wir das mal ein bisschen anders aus und sagen, das sind alles Maßnahmen, bei denen Ausländer mehr betroffen sind als Deutsche oder in besonders herausgehobener Weise betroffen sind. Begründung, das ist nämlich jetzt die Begründung, die wesentlich ist, das ist gelogen. Ne? Also es geht nicht darum, dass die Funktionsfähigkeit von irgendetwas betroffen ist, sondern es geht darum, dass man die Arbeit nicht haben will. Darum geht es. Man will sich damit nicht beschäftigen, weil das Arbeit macht, ganz einfach. Und wenn Ausländer Arbeit machen, dann geht es schon mal gerade gar nicht. Also wenn das irgendjemand anders macht, ist okay, dann überlegen wir uns mal, ob wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Aber wenn Ausländerbeirat dann auch noch Arbeit macht, weil es ein Antragsrecht gibt, das machen wir nicht mit. Und dann suchen wir eben einfach eine Begründung dafür. Das ist die. So, was soll man mit diesen Kriterien anfangen? Das ist der letzte Stand des Hessischen Städtetages, wie er diese Vorschrift verstehen möchte. Was soll ich damit anfangen? Was soll man mit diesen Kriterien anfangen? Ich war beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof sehr lange auch. Mein Vorsitzender hätte genau diese Frage gestellt. Was soll ich denn mit diesem, ich sage jetzt nicht, wäre eigentlich angemeldet, was soll ich denn damit anfangen? Den Rest spare ich mir. Aber was soll ich damit anfangen? Wie soll ich das denn verstehen? Kannst du mir erklären, wie ich das verstehen soll? Hätte ich gesagt, nee, weiß ich auch nicht. Warum nicht? Nochmal, zur Erinnerung. Sind Ausländer in dem Fall in besonderer Weise betroffen oder in besonders herausgehobener Weise betroffen? Wie soll ich das denn feststellen, bitteschön? Das ist doch Unsinn. Also wenn Jurist Unsinn sagt, muss es sehr schlimm sein. Also das ist wirklich ist nicht handhabbar, es ist untauglich. Das, was ich vorhin gesagt habe, das sind untaugliche Kriterien, mit denen man in der Praxis nicht arbeiten kann. Ja, also damit kann man nichts anfangen. Und dann habe ich mir überlegt, kann man da überhaupt was mit anfangen? Und
Im Verlauf dieser Veranstaltung wurde ich immer radikaler in der Sache. Also das war ein Versuch von mir, das irgendwie noch verständlich zu machen. Aber muss ich eigentlich sagen, ich bin dran gescheitert. Man kann es eigentlich nicht machen. Also diese Eingrenzung macht keinen Sinn. Wenn man da irgendwie versucht, das irgendwie mit Leben zu erfüllen, könnte man jetzt noch sagen, okay, man könnte, um das handhabbar zu machen, sagen, alles in Ausländerangelegenheiten, wenn Ausländer in erheblichem Umfang betroffen sind oder in erheblicher Weise betroffen sind. So. Was ich damit meine, werde ich jetzt mal kurz erklären. Hier sind natürlich Ausländer in ganz erheblichem Umfang betroffen, ganz einfach, weil auf der einen Seite fast nur Ausländer wohnen. Und die sind da ganz erheblich betroffen, und zwar, weil es ganz viele sind. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind eine ganze Menge. Und wenn ich das habe, dieses Zwischenergebnis ist in ganz erheblichem Umfang betroffen, dann weiß ich, das ist eine Ausländerangelegenheit. Dann kann ich wenigstens irgendwo was damit anfangen mit dieser Vorschrift, weil ich das irgendwie verifizieren kann anhand des Sachverhalts. Ja. Wann sind Ausländer? Das wäre das nächste Kriterium. In erheblicher Weise betroffen. In erheblicher Weise, da geht es jetzt gar nicht mehr um die Zahl der Ausländer, die betroffen sind, sondern um das Ausmaß der Betroffenheit. Ich habe mal einfach einen Fall konstruiert, rein fiktiv, wo man das vielleicht darstellen kann. Ich habe einfach mal gedacht, irgendjemand veranstaltet so eine Art Sommerfest in dem Viertel, in dem man da wohnt, in einer fiktiven Stadt Neustadt. Das Ganze kostet 50 Euro. Die laden dann halt alle ein und so. Es wird von der Stadt Neustadt auch getragen, damit es halt auch eine städtische Maßnahme ist, muss man halt feststellen. Es ist keine private, sondern eine städtische Veranstaltung. Und in der, mal angenommen, rein angenommen, in der Siedlung wohnen ganz wenige Ausländer, also wirklich ganz wenige. Da könnte man jetzt, wenn man von der anderen Seite argumentiert, sagen, na, dann ist keine Ausländerangelegenheit, weil, das ist auch mein Kriterium, da nicht in erheblichem Umfang Ausländer betroffen sind, sondern nur ganz wenige. So. Trotzdem stellt jetzt der Ausländerbeirat dieser Stadt Neustadt einen Antrag. Und sagt, naja, uns gefällt das nicht, da wohnen ja immerhin einige ausländische Familien, die können aber den Betrag gar nicht bezahlen, das ist zu hoch, das sind 10 Euro. Außerdem haben die gar nicht verstanden, um was es geht, weil da gibt es keine Übersetzung. Ja, es gibt nur eine deutsche Einladung. Da kann man sich schon vorstellen, was passiert. Die Stadtverordnetenversammlung lehnt das ab, weil die sagen, das sind ja nur ganz wenige Ausländer, was soll dieser ganze Terror? Außerdem ist es zu teuer und was sollen wir denn den Betrag wegen der paar Leute dann auch reduzieren und das noch in die Landessprache zu übersetzen, das ist also wirklich zu viel. Ja, also wenn man von den Kriterien kommt, ist das eine Ausländerangelegenheit, könnte man sagen, nein, weil es zu wenige sind. Aber das stimmt nicht, weil egal, wie viele Leute betroffen sind, hier sind Grundrechte betroffen, und zwar elementar. Das ist eine unmittelbare Diskriminierung von bestimmten Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, nämlich der Ausländer. Und das geht nicht, das darf man nicht. Das ist eine Diskriminierung. Deshalb kann man sagen, das ist ein weiteres Kriterium oder ein weiteres Sachverhaltsmöglichkeit, dass man sagt, das sind wenige Ausländer, aber diejenigen, die halt da sind, die sind erheblicherweise betroffen. Mit diesen beiden Gruppen könnte man das Ding handhabbar machen. Aber schön ist es nicht, es gefällt mir überhaupt nicht. Als Jurist habe ich da erhebliche Bauchschmerzen weiterhin. Eigentlich müsste man sagen, diese ganze Vorschrift taugt nichts. Und warum taugt die nichts? Die taugt deshalb nichts, weil es gar keinen Grund gibt für diese Einschränkung. Weshalb gibt es keinen Grund? Weil es geht gar nicht darum, wie man sich es mal vorgestellt hat, dass irgendwelche Ausländer irgendwelche Interessen vertreten. Darum geht es nicht mehr. Es geht darum, das ist ja schon angesprochen worden im Vorwort, Ausländer haben doch gar keine Möglichkeit der politischen Teilhabe. Die haben nur den Ausländerbeirat.
die können nicht wählen, also die, die keine deutschen Staatsangehörigen sind und die auch keine EU-Staatsbürgerschaft haben. Die können nur mit dem Ausländerbeirat arbeiten. Und dann gibt diese Einschränkung überhaupt keinen Sinn, wenn man sich das mal überlegt. Ist ja klar, die sind von der Maßnahme in gleicher Weise betroffen wie Deutsche, haben aber keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren oder irgendwie sich einzubringen, weil man sagt, naja, das ist ja keine Ausländerangelegenheit. Das heißt, die haben überhaupt keine politische Einflussmöglichkeit, obwohl sie unmittelbar in gleicher Weise betroffen sind wie Deutsche auch. Und das ist eigentlich verfassungsrechtlich in hohem Maße problematisch. Und wenn ich das sage, ist es eigentlich so, dass es so nicht geht. Also es geht um die politische Teilhabe. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann ja jetzt nicht hingehen als jemand, der kein Wahlrecht hat und kann sagen, das Ganze gefällt mir nicht. Ich gehe zum Stadtverordneten und sage, wenn du das weitermachst, wähle ich dich nicht mehr. Da sagt er, sehr witzig, du kannst mich ja gar nicht wählen. Und ich kann mich auch selbst nicht aufstellen. Ich kann mich nicht um eine Wahl bemühen und dann das versuchen durchzubringen, was ich hier verfolge. Ich kann es nicht. Deshalb geht es darum, dass es ein Gremium geben muss, was unbeschränkt die gleichen Rechte hat wie eben ein Stadtverordneter. Und das wird bestritten, und zwar heftig, weil man sagt, na, das geht nicht, dass der Ausländerbeirat dieselben Rechte hat und dieselben Befugnisse hat wie die Stadtverordnetenversammlung oder wie der Ortsbeirat. Ortsbeirat hat ja auch mehr oder weniger ein Antragsrecht in wichtigen Angelegenheiten. Und das will man nicht. Man möchte nicht, dass noch ein Gremium existiert, was die gleichen umfassenden Antragsrechte hat wie etwa ein Ortsbeirat. Aber die Berechtigung ist doch da. Die Berechtigung ist doch einfach da, wenn man sagt, ich habe sonst eben keine andere Vertretung als den Ausländerbeirat. Dann gibt irgendeine Beschränkung macht überhaupt keinen Sinn. Es ist also eigentlich eine Frage der demokratischen Teilhabe, eines Menschenrechts, was hier betroffen ist, und eines Grundrechts, was betroffen ist. Das muss also so sein, dass man eigentlich in der Handhabung sagen müsste, wir beachten das gar nicht. Und es gibt viele Kommunen, es gibt viele Städte, in denen Ausländerbeiräte sehr aktiv und sehr erfolgreich sind, in denen diese Beschränkung überhaupt gar keine Rolle spielt. Die beachten die überhaupt nicht. Die sagen, was sollen wir uns denn mit dieser Frage auseinandersetzen? Wir gucken uns den Antrag in der Sache an und wenn das okay ist und wir können uns in der Sache damit beschäftigen, dann machen wir das auch. Sollen wir uns hier lang und breit darüber streiten, ob das eine Ausländerangelegenheit ist? Das ist noch nicht blöd. Machen wir nicht. Wir beschäftigen uns in der Sache damit. Das machen schon viele Kommunen. Leider nicht alle. Und die sich hier halsstarrig zeigen, die machen natürlich uns die Probleme. Wir müssen halt mit dem Ding irgendwie jetzt versuchen, umzugehen. Brauchen wir, glaube ich, nicht zu vertiefen. Es kommt aber noch eine andere Sache dazu, die ja das Ganze nochmal auf eine weitere Stufe hebt, weil es geht ja noch darum, was sind wichtige Angelegenheiten. Wichtige Angelegenheiten sind eigentlich im Kommunalrecht der HGO ganz eindeutig definiert. Das sind alle Angelegenheiten, die Stadtverordnetenversammlung, die so wichtig sind, dass die Stadtverordnetenversammlung sich damit beschäftigen muss. Nicht wichtige Angelegenheiten sind solche, die der Magistrat alleine macht oder der Bürgermeister, die Bürgermeisterin. Das ist eindeutig geklärt. Aber hier geht ein weiterer Streit los, weil die sagen, ja, es muss auch eine wichtige Angelegenheit speziell für die Ausländer sein. Also das ist nochmal eine Erschwerung. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil das musste man jetzt wieder erklären, unter welchen Prämissen ist denn eine Angelegenheit für Ausländer wichtig und wer bestimmt das vor allen Dingen? Wer entscheidet das denn, ob das eine wichtige Angelegenheit für Ausländer ist oder nicht? Macht das die Verwaltung? Macht das die Stadtverordnetenversammlung? Wer macht das denn? Und da muss man auch eindeutig darauf drängen, dass man dieses Bestimmungsrecht nicht aus der Hand gibt. Man muss sagen, ob es eine Angelegenheit für uns wichtig ist, das bestimmen wir und das bestimmt nicht ihr. Ja, also das machen wir schon selbst. Ihr informiert uns über eine Angelegenheit, die wichtig ist in der Stadtverordnetenversammlung, die dort behandelt wird. Und dann überlegen wir uns, ob das für uns so wichtig ist, dass wir uns dort einschalten. Das wäre ein gangbarer Weg. Aber bitte nicht
das so handhaben lassen, dass die mehr oder weniger Stadtverordnetenversammlung selbst dort einen Filter setzt und sagt, wir bestimmen jetzt mal, ob das für euch wichtig oder nicht wichtig ist. Das darf man nicht. Das ist nicht okay. Ja. Also das sind wichtige Prämissen, die man für die praktische Arbeit dieses aus meiner Sicht untauglichen Gesetzes im Moment beachten muss. Ja. Es kommt darauf an, ob es eine wichtige Angelegenheit für die Gemeinde ist. Wenn das eine wichtige Angelegenheit für die Gemeinde ist, ist es auch eine wichtige Angelegenheit für die dort lebenden Ausländer. Das kann doch gar nicht anders sein. Wie will man das denn wieder differenzieren? Ja? Dann ist man nämlich wieder am Ausgangspunkt. Da sagt man, ja, das betrifft euch ja gar nicht. Und das haben die nicht zu entscheiden. Das muss man selbst entscheiden als Ausländer betroffen. Ja. Ja, also für die Praxis bedeutet das, dass man dieses Anhörungsrecht auf jeden Fall sehr kritisch beobachten muss, dass man wirklich in allen wichtigen Angelegenheiten auch gehört wird. Das ist das Ausgangsrecht eigentlich. Man muss ja davon erfahren erstmal, dass es eine wichtige Angelegenheit gibt. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und dann muss man letztlich selbst darüber entscheiden, ob man sich dort einschaltet oder nicht. Und das Antragsrecht ist eben dann auch in wichtigen Angelegenheiten, die eigentlich die gesamte Gemeinde betreffen, gegeben prinzipiell, weil man eigentlich, ich komme jetzt mal ganz zurück auf die erste Folie, immer davon ausgehen muss, dass in der Gemeinde praktisch immer Ausländer in erheblichem Umfang betroffen sind. Das ist eigentlich hier in dem Raum so und so, woanders wahrscheinlich auch. Also das ist der Grundsatz eigentlich, dass eigentlich immer Ausländer in erheblichem Umfang betroffen sind und eigentlich deshalb immer bei wichtigen Angelegenheiten auch eine Ausländerangelegenheit vorliegt. Davon muss man ausgehen. Das ist die Auslegung, die ich für die Praxis Ihnen wirklich dringend, oder euch, sage ich mal, ans Herz legen möchte. Setzt das durch. Sagt, wir vertreten das so und wir möchten das so haben. Und wenn jemand was anderes will, dann soll er sagen, wie er es anders haben will. Aber er wird in ganz große Schwierigkeiten kommen, das zu begründen. Letztlich ist diese Gegenmeinung, die vom Hessischen Städtetag vertreten wird, nicht rechtlich begründbar. Es geht nicht, wie man gesehen hat. Es ist praktisch nicht handhabbar. Und das ist unsere Chance, glaube ich, dass man sagt, ich möchte das so haben, dass es auch handhabbar wird. Wir gehen davon aus, hier sind in erheblichem Umfang Ausländer betroffen, also ist es eine Ausländerangelegenheit. Das würde ich auf jeden Fall immer vertreten und würde versuchen, dann den Antrag auch entsprechend so zu stellen, mit der Begründung. Die Begründung muss man natürlich geben, weil das Gesetz nun mal da ist, aber darauf würde ich mich berufen, genau auf diese Auslegung. Also das ist eine Aussage, die sehr, glaube ich, aussagekräftig ist, habe ich in der Zeitung gefunden. Und das ist genau das, was die meisten Gemeinden heute machen. Die beachten das schlicht und einfach gar nicht. Für die spielt diese Einschränkung einfach gar keine Rolle, weil die wollen sich damit gar nicht so auseinandersetzen, sondern die wollen tatsächlich den Antrag in der Sache behandeln und nicht mit irgendwelchen formalen Einschränkungen Ausländerangelegenheit ja oder nein arbeiten. Das wollen die gar nicht. Das ist auch sachgerecht. Also es geht darum, ob das in der Sache gerechtfertigt ist, ob man das machen möchte oder nicht. Das kann man natürlich nicht beeinflussen, aber man kann verlangen, dass sich die Gremien eben in der Sache mit dem Antrag beschäftigen. Das kann man, glaube ich, wirklich verlangen. Noch ein ganz kurzes Wort. Man könnte natürlich jetzt einwenden, naja, das ist ja alles nicht ganz überzeugend, weil es gibt ja auch Ausländer, EU-Ausländer, die beides haben. Die haben dann dieses Antragsrecht, also dieses Mitbestimmungsrecht durch die Ausländerbeiräte und die haben dann aber auch noch eigentlich durch das Kommunalrecht jetzt, durch die Novellierung vor einiger Zeit, dann eben auch, das kam durch Europarecht, ne, auch noch die Möglichkeit, selbst mehr oder weniger zu wählen und auch gewählt zu werden. Und wenn dieses Gegenargument kommt, sagt man, ja, was schade das.
Besser eine Doppelvertretung als gar keine. Was schadet das, wenn Leute eine Doppelvertretung haben? Seid doch froh, dass die sich in doppelter Weise einbringen können. Das kann doch für die Integration aller eigentlich nur von Vorteil sein. Es gibt übrigens ein Beispiel, wo das so ist. Das Beispiel, wo man eine Doppelvertretung hat, ist in der Schule. Die Eltern ausländischer Kinder oder ausländische Eltern von Kindern, die haben beides. Die können sich aufstellen lassen als Elternvertreter und die können aber auch Mitglied nochmal in dieser Ausländervertretung sein. Die haben beides. Es gibt also ein Beispiel, wo wir solche Doppelvertretungen haben und die haben sich bestens bewährt, weil man sagt, okay, es kann sein, dass wir hier eine Diskriminierung haben, die wir gar nicht gemerkt haben und dann brauchen wir ein Gremium, was uns darauf hinweist, ja. Also diese Doppelvertretung kann wirklich sehr sinnvoll sein und aus demokratischer Sicht kann man doch noch sagen, besser, man hat Personen, die zweimal vertreten sind, als welche, die gar nicht vertreten sind. Also schon auf jeden Fall sinnvoll. Ein kleines Wort noch zur Integrationskommission. Aus meiner Sicht ist das komplett abzulehnen. Wir haben im kommunalen Bereich ganz schlechte Erfahrungen mit diesen Kommissionen gemacht. Ein kleines Beispiel auch aus Hattersheim. Wir hatten eine Inklusionsgruppe, die sich sehr eingesetzt hat für die Inklusion von Behinderten in Hattersheim, die außerhalb einer solchen Kommission gearbeitet hat. Die hat sehr viel bewegen können. Das wollten die aber irgendwann nicht mehr und haben gesagt, ja, wir machen einfach jetzt eine Inklusionsbeirat. Seitdem passiert gar nichts mehr. Warum? Ja klar. Diesen Kommissionen sitzt der Bürgermeister oder der erste Stadtrat oder die erste Stadträtin vor. Und was bringt das dann noch? Die werden nicht direkt gewählt von den Betroffenen, sondern die Gemeindevertretung wählt die Mitglieder dieser Kommission. Was soll das bringen? Also diese Direktwahlmöglichkeit ist ja gar nicht mehr vorhanden. Und das Antragsrecht wird dann praktisch auch gar nicht mehr ausgeübt, weil die sagen, naja, wir machen das anders und da brauchen wir uns gar nicht mit beschäftigen und nee, wir stellen keine Anträge. Und dann werden auch keine Anträge gestellt. Das geht ins politische Fahrwasser. Das sind Leute, die halt irgendwo aus dem politischen Bereich eben entsprechend dort auch platziert werden. Und je nach Mehrheitsverhältnissen wird man dann eine Kommission haben, die genauso zusammengesetzt ist wie die Stadtverordnetenversammlung. Und da kann man sich vorstellen, welche Entscheidungen dann getroffen werden. Sehr von abzuraten. Also es ist in keiner Weise, in irgendeiner Weise ein Ersatz für die Ausländerbeiräte, sondern es ist ein Gremium, was die Mitbeteiligung oder auch von die Teilhabe so und so nicht, aber die Mitbeteiligung der Ausländer in der Gemeinde also in keiner Weise sicherstellen kann. Kann man wirklich nur von abraten. Also man muss alles tun, damit die Arbeit der Ausländerbeiräte stattfindet und gestärkt wird. Und das wesentliche Instrument, um die Arbeit der Ausländerbeiräte zu stärken, ist, dass diese Regelung verändert wird, in dem Sinne, dass diese schreckliche Beschränkung dort wegfällt, mit der keiner was anfangen kann, in sinnvoller Weise. Ja, gut. Vielen Dank. Gerührt über so eine klare Äußerung hinsichtlich eines Pro für Ausländerbeiräte, auch eines Pros für die Rechte und Befugnisse der Ausländerbeiräte. Und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Es ist wirklich wohltuend, Sie an unserer Seite zu wissen, wenn es um die vielleicht auch zukünftige Auseinandersetzung geht, wie wir für weitere Befugnisse dann auch kämpfen und eintreten werden. Es gab zum Schluss eine sehr passende, gute Überleitung. Sie haben das Stichwort Integrationskommission genannt. Und nun möchte ich unseren Landesvorsitzenden bitten, Enes Gülligen, mit seinem Vortrag. Und da sind wir auch sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Ich bin aber auch sicher, dass wir im Anschluss ein genauso großes Lob, wie wir das eben ausgesprochen haben, von Volker Ickstadt für ihn haben werden. Und bitte, du hast das Wort. Ich versuche jetzt gerade noch mal die Präsentation von dir reinzuholen. Ja, solange du das machst. Also, und liebe Kollegen,
in verstärkter Maße seit der HGO-Novellierung. Insofern ist es sehr wichtig, dass wir aus einem berufenen Munde hören, wie brüchig die Methoden und die Merkmale sind, mit denen die Ausländerbeiräte letztendlich mundtot gemacht werden sollen. Und ich möchte daher mal jetzt den Fokus ein bisschen rausnehmen und die Brennweite etwas breiter stellen und uns zu fragen, womit haben wir eigentlich zu tun? Womit beschäftigen wir? Worum geht wir? Es hier, wäre die Frage. Um dann aber noch mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen, wie hat sich das Ganze entwickelt, was ist der Ist-Stand und wohin geht die Reise. Das ist eine wichtige Langzeitbeobachtung, die wir machen müssen, um zu begreifen, was ist, wenn es eine gibt, die Gefahr, womit haben wir zu tun. Und das würde ich jetzt auch ungefähr in der gleichen Zeit wie Herr Ickstadt mit euch gerne probieren. Also noch einmal. Die Frage ist einfach die, wie stellen wir uns eine institutionalisierte und demokratisch legitimierte Form der politischen Partizipation von MigrantInnen vor und welche Strukturen brauchen wir dafür? Das ist die Gretchenfrage, das ist die Hauptfrage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Mit der sich aber auch die Landesregierung, mit der sich die Bundesregierung und mit der sich auch die Kommunen beschäftigen müssen. Denn darum geht es, das ist die Hauptsache. Und da müssen wir feststellen, weder die Bundes- noch Landespolitik bietet auf diese Frage ein durchdachtes Konzept an. Die auf der Landesebene bereits vorhandene Strukturen, und da müssen wir sagen, das sind die Ausländerbeiräte, es gibt sonst keine, die sind dringend weiterentwicklungsbedürftig und modernisierungsbedürftig, dazu werde ich später noch kommen. Und diese neu eingeführten Strukturen, nämlich die Integrationskommissionen, die stammen aus der Mottenkiste und waren nachweislich übrigens auch in der Vergangenheit kein Erfolgsmodell. Wir müssen uns also dringend mit der Frage befassen, wie können wir gewährleisten, dass Menschen ohne deutschen Pass, die auch keine EU-Bürger sind, politisch an unserer Gesellschaft mitwirken können. Und vorab vielleicht mal eine Klärung, eine Definitionsklärung. Teilhabe ist Menschenrecht. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Teilhabe ist Menschenrecht. Das gilt in allen gesellschaftlichen Bereichen und für alle Menschen. Politische Partizipation ist nichts anderes als Teilhabe. Sie ist ein Bereich der Teilhabe und somit ist sie auch ein Menschenrecht. Und Versuche, das anders zu definieren, ist nicht eine Positionierung im rechtlichen Sinne, sondern nur eine politische Stellungnahme. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es ist eigentlich ein ungeheurer Makel unserer Demokratie, dass wir heute noch einer so großen Gruppe jegliche Möglichkeit entnehmen, sich politisch an der Gesellschaft zu beteiligen. Und dass wir ihnen nicht einmal das kommunale Wahlrecht dafür zu erkennen. Wir verweigern ihnen damit dann auch mehr ein Menschenrecht. Das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Es ist ein Menschenrecht, das hier einer Gruppe von Menschen vorenthalten wird. Und es ist auch eine Schande, dass wir auch heute im Bundestag keine Mehrheit finden für die Einführung des Kommunalwahlrechts für alle Menschen, die in unserem Land leben. Aber damit geht eine Verpflichtung einher. Nämlich deshalb müssen wir umso entschlossener Wege finden, wie wir diese Menschen auf der Kommunalebene unterhalb des Wahlrechts, wir wissen, das Wahlrecht können wir derzeit mit diesen Mehrheiten, mit dieser Bereitschaft der Mehrheitsgesellschaft noch nicht erreichen. Wir werden es eines Tages erreichen. Das sei uns gesichert. Wir werden es erreichen, aber noch nicht. Nur bis dahin müssen wir gewährleisten, dass wir unterhalb des Wahlrechts diesen Menschen ermöglichen, dass sie sich heute an den Strukturen einbringen und
mitwirken können. Und das ist eine Verpflichtung für das Land und für die Kommune zugleich. Und hinzu kommt, dass dieser Bedarf nicht nur eine Frage des Menschenrechts ist, sondern das ist ein Bedarf. Und dieser Bedarf wurde zum ersten Mal eigentlich entdeckt von den Kommunen selbst. Es war nicht einmal so, wenn wir jetzt ein bisschen in der Migrationsgeschichte zurückgehen, dann werden wir es erkennen. Es waren nicht die Migranten, die aufgestanden haben und gesagt haben, hey Leute, wir wollen aber mitbestimmen etc. Nein, die Kommunen haben diesen Bedarf entdeckt, weil das kommt einfach daher. Denn wo Menschen zusammenleben und arbeiten, da tauchen Probleme auf. Das ist das Normalste. Selbst in der Kernform des menschlichen Zusammenlebens in der Familie gibt es Probleme. Ja? Also wo dann die Menschen zusammenleben, sprich in den Kommunen, kommen Probleme auf. Die kommen einfach deshalb, weil in Kindergärten und Schulen einfach alle Menschen zusammenkommen, auch die kleinen Menschen. Aber auch die religiöse Religionsausübung immer erstmal ein Zusammenkommen von verschiedenen Welten ist. Und es gibt die Frage, wie und wo sollen denn diese Menschen auch mal bestattet werden, wenn sie das Zeitliche segnet. Und letztendlich, ihr werdet es mir nicht glauben, aber in fast jeder Kommune, in der ich mal vorstellig war, wurde auch die Grillfreudigkeit von Migranten zur Sprache gebracht als eine mögliche, immer wieder aufkommende Problemfeld. Denn sie grillen sehr gerne und sie grillen überall. Nur das ist halt ein bisschen fremd für das deutsche Welt, für die deutsche Welt. Ja? Also ihr seht, Probleme kommen überall auf und wir müssen wissen, der Alltag in der Einwanderungsgesellschaft ist vielfältig, damit auch die Herausforderungen vielstellig und vielschichtig. Und daher, das hatte ich bereits kurz angedeutet, die Kommunalpolitik hat dann daher von sich aus nach Möglichkeiten gesucht, wie man mit diesen neuen Lebenswelten, mit diesen neuen Bewohnern, mit diesen Menschen in Kontakt tritt und gemeinsam mal an gemeinsamen Problemen arbeitet. Deshalb wurden bereits in den 60er Jahren die sogenannten Ausländerkommissionen eingerichtet. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was die damaligen Ausländerkommissionen waren. Das wird euch dann sehr bekannt vorkommen. Sie waren nämlich nach der HGO eingerichtete Kommissionen der Gemeindevertretung, in die sachkundige nichtdeutsche BürgerInnen einberufen wurden, die die Gemeindevertretung beraten sollten. Und das wird euch sicherlich bekannt vorkommen. Denn fast 50 Jahre später, nämlich 2020, hat die Landesregierung genau diese Kommissionen wieder aus der Mottenkiste gehoben, etwas aufpoliert, eine neue Etikette draufgeklebt und in die HGO aufgenommen. Und das war die Geburtsstunde der Integrationskommissionen. Nur eine Sternstunde der Landesregierung war das nicht. Denn die haben es übersehen, oder es ist ihnen bewusst entgangen, diese Kommissionen haben damals nicht funktioniert. Nämlich, man hat die Erfahrung gemacht, dass eine politische Repräsentation mit benannten VertreterInnen nicht funktioniert. Deshalb haben sich die Kommissionen auch schlussendlich im Sande verlaufen. Die Kommunen mussten also nach neuen Modellen suchen. So wurde dann 1972 in Wiesbaden der allererste Ausländerbeirat bundesweit eingerichtet. Er war der erste demokratisch gewählte, legitimierte Selbstvertretung von MigrantInnen auf kommunaler Ebene. Dieses Modell hat sich dann auch bis heute bewährt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ausländerbeiräte existieren heute noch, nach 50 Jahren. Und in den Folgejahren wurden dann damals auch immer mehr Ausländerbeiräte eingerichtet und sie sind heute die bestimmende Beteiligungsform der politischen Partizipation von MigrantInnen.
und sie haben sich immer mehr etabliert. Im Jahre 90 wurden dann die Ausländerbeiräte in der HGO verankert, dann wurden in jeder Kommune, die mehr als 1000 Migranten ohne deutschen Pass hatte, musste ein Ausländerbeirat eingerichtet werden. Und den heutigen Stand kennen wir ja. Es gibt insgesamt 91 Ausländerbeiräte derzeit, in denen circa 1000 Menschen ehrenamtlich aktiv sind. Und die genaueren Zahlen habt ihr dort auf der Leinwand. Das heißt aber, dass wir heute mit den Ausländerbeiräten eine zwar nicht flächendeckende, aber trotzdem eine großflächig vertretene, demokratisch legitimierte politische Selbstvertretung haben, die seit Jahrzehnten in den Kommunen tätig ist und zugegeben in unterschiedlicher Stärke und Effektivität. Es gibt Kommunen, wo der Ausländerbeirat hervorragend funktioniert. Es gibt aber auch Kommunen, wo der Ausländerbeirat relativ passiv bleibt. Das hat uns natürlich, die Ausländerbeiräte, auch beschäftigt. Wir wollten auch wissen, warum gibt es diese Unterschiedlichkeit? Wir haben deshalb ab 2011 jahrelang, wirklich so 2,5 bis 3 Jahre lang, mit allen Ausländerbeiräten hessenweit uns zusammengesetzt und eine Analyse der strukturellen Mängel und der Bedarfe der Beiräte vorgenommen. Und dann haben wir auch nochmal festgelegt, welche Handlungsfelder gibt es, wo wir agieren müssen. Wir haben das in einem Papier zusammengestellt und haben es genannt Weiterentwicklung und der Ausländerbeiräte. Und wie gesagt, dort ist uns eine gründliche Situationsanalyse gelungen, die sich insgesamt und wirklich bisher einmalig so gründlich mit der Frage befasst hat, wo gibt es die Probleme, wo sind die Stärken, was muss geändert werden. Und wir haben festgestellt, es gibt insgesamt 6 Handlungsfelder, in denen man Erneuerungen, Verbesserungen, Modernisierungen und Weiterentwicklungen betreiben muss. Und die haben wir unter diesen Titeln, unter diesen Überschriften zusammengefasst. Es geht bis dahin, dass man auch den Namen dieser Beiräte ändern muss. Denn Ausländerbeirat, wir sind alles hier in dieser Runde. Nur wir sind nur eines nicht, nämlich Ausländer. Also haben wir dann Folgendes gemacht, dass wir dieses Papier bei jedem Ministerium, bei allen kommunalen Spitzenverbänden, in allen betroffenen Häusern der Landesverwaltung eingereicht haben und darum gebeten haben, bitte bilden wir einen runden Tisch und reden über diese Befunde, damit wir die Ausländerbeiräte handlungssicherer und fähiger machen können. Es ist nichts passiert. Wir haben jahrelang anschließend bei jeder Gelegenheit diese Bitte wiederholt. Wir haben gesagt, kommen wir ins Gespräch, dann sagen Sie uns doch mal, wie stellen Sie sich denn das noch vor? Es geht um die politische Partizipation von Migranten ohne deutschen Pass. Was stellen Sie sich drunter? Weil wir haben ja Ihnen vorgelegt. Es passierte wieder nichts. Es passierte 6 Jahre lang überhaupt nichts, aber wir haben uns wirklich 6 Jahre lang die Mund trocken gesprochen. Es passierte gar nichts. Erst Ende 2019 überraschte uns dann die Landesregierung 2 Wochen vor den Weihnachtsferien mit einem Gesetzesentwurf zur Novellierung der HGO. Auf den Ablauf des Anhörungsverfahrens möchte ich ihr aus Zeitgründen nicht eingehen. Es war eine Farce. Das will ich aber wiederholen. Es war eine Farce. Schockierender als der Umgang war aber der Inhalt. Denn was die Novellierung zusammengebracht hat, ist sehr schnell zusammengefasst. Neben den Ausländerbeiräten werden die Integrationskommissionen eingerichtet, auf die Herr Ickstadt hier gerade eingegangen ist. Und die werden einberufen und nicht gewählt und sie sollen paritätisch besetzt werden aus den Mitgliedern der Gemeindevertretung und den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern. Für die Ausländerbeiräte wird als bonbonartig ein Antragsrecht eingeführt. Herr
Ickstadt hat uns gerade schön so vorgeführt, was ein Antragsrecht verstanden, was unter einem Antragsrecht verstanden werden kann. Und das war letztendlich alles. Ansonsten wurde kein einziger Vorschlag aus unserer Analyse übernommen. Und zwar nicht einmal solche politisch völlig unproblematische Vorschläge wie die Änderung des Namens der Beiräte. Weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr macht mit Sicherheit genau dieselbe Erfahrung. Wenn ich auf junge Menschen, auf Menschen, die hier aufgewachsen sind, zugehe und sage, jemand, der aus einem anderen Zusammenhang kommt, hast du doch bestimmte Probleme, das bestätigen sie sofort. Die sagen, in der Schule werde ich ganz anders behandelt. Ich muss viel besser sein, damit ich die gleiche Note habe. Alle Menschen, die eine Arbeit suchen, sagen, ich muss viel besser sein als die Mitbewerber, weil ich einen anderen Namen habe. Und wenn man ihnen aber sagt, dann komm doch mal in den Ausländerbeirat und arbeite mit, dann sagen sie, was Ausländerbeirat? Ich bin doch kein Ausländer. Warum soll ich mir dann selbst diesen Stempel drauf tun? Natürlich nicht. Recht haben sie auch. Denn die Integrationskommissionen, die wurden nicht Ausländerkommissionen benannt. Nicht wahr? In der HGO-Novellierung, das sind Integrationskommissionen. Das sind was Besseres, was Aufgepäppeltes. Aber die Ausländerbeiräte sollten weiterhin Ausländerbeiräte bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann sich fragen, ob man wirklich diese Vorschläge nicht gelesen hat und daher auch selbst nicht drauf kam, den Namen zu ändern, oder ob man das bewusst nicht gemacht hat. Ich bin von dem Zweiten überzeugt, nach etlichen Jahren Arbeit in diesem Bereich. Denn auch das passt in die Gesamtstrategie, die wir derzeit beobachten. Man lässt die Ausländerbeiräte am ausgestreckten Arm verhungern. Sogar viel mehr, man fördert mit Verweigerung jeglicher Hilfeleistung das schnelle Ende einer politisch unliebsamen, weil autonomen Selbstvertretung von MigrantInnen. Es ist eine bewusst, subtil und damit wirklich perfide inszenierte Herbeiführung eines allmählichen Aussterbens der Ausländerbeiräte. Die Art, wie man früher mit den Ausländerbeiräten umgegangen ist, haben wir damals noch bezeichnet als unterlassene Hilfeleistung. Heute müssen wir einen Schritt weitergehen. Es ist ein Totschlag durch Unterlassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wird bewusst betrieben. Und welche Merkmale dafür zu erkennen ist, Herr Ickstadt ist auf eines eingegangen. Ein Antragsrecht kann sehr schnell zur Bedeutungslosigkeit verkommen, wenn man damit dann im Sinne dieser Strategie umgeht. Und wir haben das aber auch in unserem Positionspapier schon zur Sprache gebracht. Deshalb war einer unserer Vorschläge, dass auch dieser Passus geändert wird und dass die Ausländerbeiräte nicht nur in wichtigen, sondern in allen Angelegenheiten mitsprachebedürftig sind. Natürlich wurde auch das nie berücksichtigt. Und ich wiederhole, es handelt sich um eine Gesamtstrategie. Und sie setzt sich seit diesem Sommer erneut fest. Anfang August legte die Landesregierung völlig unerwartet einen Entwurf für ein Integrationsgesetz vor. Das Gesetz heißt eigentlich Gesetz zur Verbesserung der Integration und Teilhabe und zur Gestaltung des Zusammenlebens in Vielfalt. Ein hervorragender Name, der gibt so viel her. Ich werde demnächst jetzt von einem Integrationsgesetz sprechen, es ist kürzer. Übrigens, interessanterweise, die Landesregierung ist auch darüber gegangen und spricht mittlerweile auch von einem Integrationsgesetz. Der Gesetzesentwurf wurde uns am 1. August 2022, also an diesem Sommer im August, vorgelegt. Mitten in den Schulsommerferien. Mitten. Der Vorstand war weg, die Geschäftsstelle war nur zur Hälfte besetzt und wir haben eine Frist bekommen für eine Stellungnahme zum 13.09.2022. Also nach 6 Wochen sollten wir eine Stellungnahme vorlegen.
für ein Integrationsgesetz. Es ist nicht irgendeine Änderung irgendeines Paragraphen oder was auch einer Verordnung, sondern es ist ein Integrationsgesetz, soll erlassen werden. Und wir hatten 6 Wochen Zeit für eine Stellungnahme, mitten in den Ferien. Niemand war da. Wir haben Folgendes gemacht, wir haben den Vorstand sofort aus dem Urlaub, Sommerurlaub zurückgerufen. Mein Kollege Hüsamettin Erilman musste seinen Urlaub in der Türkei unterbrechen, zurückkommen. Wir haben uns dann gerade noch Ende August zu einer Klausurtagung von 2000 Tagen zurückgezogen und eine Stellungnahme zu schreiben. Wir haben aber um eine Fristverlängerung von 2 Wochen gebeten. Der Grund war, am 17.09. hatten wir unsere Plenarsitzung schon geplant. Und wir haben gesagt, okay, wir schreiben die Stellungnahme, legen das unserer Basis vor, diskutieren mit Ihnen, holen erstmal wirklich die Rückkopplung, ob das so okay ist, ob da noch was Ergänzungen kommen ist. Und vor allem, es ist dann ein Beschluss der AGA und nicht des Vorstandes. Abgelehnt. Also eine 2-wöchige Verlängerung der Frist wurde abgelehnt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Déjà-vu. Denn die HGO-Änderung wurde uns 2 Wochen vor den Weihnachtsferien vorgelegt, genau mit der gleichen Fristbemessung. Weihnachtsferien, Neujahr, Schulferien bis Ende Januar war das dann nichts mehr zu machen. Und jetzt muss man sich fragen, ist die Landesregierung wirklich auch diesmal an einer ernsthaften Beteiligung von Migrantinnen und NGOs an diesem elementaren Gesetz nicht interessiert? Ich kann jetzt schon sagen, das Anhörungsverfahren, was jetzt läuft, ist erneut eine Farce. Wir haben nichtdestotrotz, wie gesagt, eine Stellungnahme vorgelegt und ich will eines jetzt sagen, um es klarzustellen, wirklich. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass das Gesetz von A bis Z völlig Schrott wäre. Das stimmt nicht. In dem Gesetz sind sehr viele Regelungen, Aufnahmen, zum ersten Mal zur Sprache gebrachte Tatsachen, die wir seit Jahrzehnten machen, einbringen und die sind jetzt in diesem Gesetz integriert und wir begrüßen das. Wir haben das auch an sehr vielen Orten, also an sehr vielen Stellen zur Sprache gebracht. Viel wichtiger ist aber, was drin nicht enthalten ist. Wie zum Beispiel ein Integrationsgesetz und darin steht kein Wort zur politischen Partizipation von Migranten. Kein einziges. Nicht einmal eine Andeutung. In diesem Gesetz ist die politische Partizipation völlig ausgespart. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man wirklich erst einmal bringen. Dass man ein Gesetz, Integrationsgesetz vorlegt, dazu aber kein Wort sagt, wie die Migranten sich daran beteiligen sollen. Wie soll man denn das überhaupt erklären? Politische Partizipation ist doch, Integration bedeutet nichts anderes als politische und gesellschaftliche Teilhabe, also die Partizipation. Wie soll das denn überhaupt funktionieren, wenn in einem Gesetz dieser Themenkomplex völlig fehlt? In dem Gesetzesentwurf verliert auch kein Wort über die politische Selbstvertretung von Migrantinnen und Migranten auf der Landesebene, nämlich auf die AGA. Und erinnert euch bitte nochmal, 1999 gab es in Hessen ein Gesetz über einen Landesausländerbeirat. Danach kam die Koch-Regierung, ihr werdet euch noch daran erinnern, das war die Koch-Regierung, die mit der Kampagne »Wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben?« an die Macht gekommen war. Und das Erste, was diese Regierung damals gemacht hat, war, das Gesetz über die AGA, über den Landesausländerbeirat, wieder aufzuheben.
Und jetzt haben wir eine Landesregierung mit einer grünen Beteiligung und mit einem Integrationsministerium. Und was erleben wir? Dieses Thema wird klammheimlich wieder rausgehalten. Ich erwähne nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Mosaiksteine nebeneinander legt, dann erkennt man Antirassismus, tätiger Organisationen und Akteurinnen und Akteure mit einbezogen werden. Merkt ihr, wer da fehlt? Und noch ein Mosaikstein. Das ist eines der interessantesten, glaube ich. Vielleicht habt ihr mitbekommen, mit der tatkräftigen Unterstützung der Landesregierung, sprich der Wir-Zentren, wird an einer Landeskonferenz der Migranten-Selbstorganisationen gearbeitet. Es gibt ein Pendant dazu. Das ist die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen. Und wenn man unsere Dachorganisation, nämlich BZI, fragt, wie denn die Erfahrungen mit der BUCO ist, also eine LACO soll hier eingerichtet werden, eine BUCO arbeitet auf der Bundesebene seit einigen Jahren, und wenn man sie fragt, wie die Erfahrungen damit sind, dann erzählen sie, das ist ein gezielter Eingriff der Bundesregierung, um sich genehme Migrantenorganisationen an die Seite zu nehmen. Gesetzesentwürfe werden gezielt nicht mehr dem BZI vorgelegt zur Stellungnahme, sondern anderen. Ist denn eine ähnliche Entwicklung auch hier auf der Landesebene erwünscht, fragt man sich. Jeder mag die Antwort selbst darauf geben. Und zum krönenden Abschluss noch ein Mosaiksteinchen. Die Grünen haben Migranten-Selbstorganisationen und NGOs aufgerufen, Vorschläge als Wahlthema bei der Landtagswahl einzureichen. Das ist wirklich begrüßenswert. Das ist Basisdemokratie, wie wir von den Grünen das eigentlich immer kennen. Nur sehr interessanterweise befindet sich unter diesen Vorschlägen ein Punkt, nämlich man solle eine Landesintegrationskommission einrichten. Also eine zweite AGA, weil das ist die Funktion der AGA. Und das ist kein Vorschlag der Grünen. Also da dürfen wir die Grünen nicht angreifen. Das dürfen wir nicht. Das geht nicht. Nein. Das kommt ja von den Migranten-Selbstorganisationen. Das ist völlig zufällig, dass sich so etwas ergeben hat. Also da jetzt einer Partei Vorwürfe zu machen, wäre, denke ich, völlig verkehrt. Das waren nur einige der Mosaiksteine. Legt man sie zusammen, erkennt man die Struktur. Erkennt ihr die Struktur? Wir erkennen es. Daher will ich nochmal auf die ursprüngliche Frage zurück. Und dann beende ich auch meinen Vortrag. Wir müssen uns die Frage stellen. Und wir müssen diese Frage an die Landesregierung stellen. Was ist unter einer institutionalisierten, demokratisch legitimierten Form der politischen Partizipation von MigrantInnen zu verstehen? Diese Frage schuldet die Landesregierung den MigrantInnen, darauf eine Antwort zu geben. Denn die Landesregierung wird sich dazu äußern müssen, und zwar indem uns das Gesamtbild präsentiert wird und nicht Stückchen für Stückchen die Mosaiksteine. Die Landespolitik wird offen Farbe bekennen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächstes Jahr sind die Landtagswahlen. Und da werden wir sehr kritisch sein und auch diese Frage stellen. Das müssen wir alle gemeinsam stellen. Vielen herzlichen Dank. Übrigens, wenn ihr weiterhin Argumentationshilfen braucht, unser Positionspapier zur Weiterentwicklung ist eine Aufsammlung von diesen Argumentationshilfen. Ihr könnt die Punkt für Punkt runterschreiben.
erzählen, das sind alle die Gründe, warum die Wahlbeteiligung bei den Ausländerbeiratswahlen so niedrig ist. Aber meine Empfehlung an euch ist, fangt damit an. Die einzige Legitimation für die Ausländerwahlräte ist, weil es für diese Menschen sonst nichts anderes gibt, womit sie sich an der Gesellschaft beteiligen können. Das ist die einzige wichtige große Legitimation der Ausländerwahlräte. Lasst euch nicht einfach in den einzelnen Punkten mit euch diskutieren. Da werden immer Gegenargumente aufgeführt, da werden immer Gegenwahlbeteiligungen aufgeführt. Darum geht es nicht. Es geht darum, gibt es was anderes? Nein. Also deshalb gibt es uns. Egal, ob wir 1% haben bei der Wahlbeteiligung, 3 oder 30. Ich habe jetzt schon 4 weitere Fragestellerinnen auf der Liste, zunächst Kollegin aus Dietzenbach. Bei der Dietzenbacher Statistik tauche ich nicht mehr auf, weil ich eine deutsche Staatsbürgerin bin. Und für mich liegt die Krux tatsächlich in der Begrifflichkeit. Es gibt den Ausländer, die Ausländerin, es gibt die Migrantin, die Migrantin. Ich bin eine Migrantin, ich bin aber keine Ausländerin. Das heißt, ich darf mich für die Belange der AusländerInnen einsetzen, aber nicht für die der MigrantInnen im deutschen Pass. Und das ist für mich wirklich die Krux, da liegt die Krux in diesem Begriff, weil ich bin zwar deutsch, aber ich bin nach wie vor Ausländerin. Ja, danke sehr. Dann bitte. Ja, also ich hätte an Herrn tatsächlich hochfragwürdig, weil ich muss eigentlich sicherstellen, dass Bürger, die hier leben, schon geraume Zeit leben und von Maßnahmen genauso betroffen sind wie alle anderen, auch hier auf Deutsch, dass die Möglichkeit haben, sich politisch teilhabenmäßig mit diesen Dingen zu beschäftigen. Dann wird man sagen, ja, die können sich ja dagegen wehren. Maßnahmen, die gegen sie gerichtet sind, sind unzulässig. Also das geht schon mal gar nicht. Und Maßnahmen, die positiv sind, also Förderungsmaßnahmen, kann man nicht einklagen. Es gibt keinen Anspruch darauf, vom Staat gefördert zu werden. Ja, also diese positive Sache gibt es nicht. Also ich habe auf normalen rechtlichen Weg, den jedem zur Verfügung steht, überhaupt keinen Weg, das zu erreichen. Ich brauche diese politische Teilhabe, um das auf politischem Weg einfach anzuleiten. Das ist ja auch schon ein relativ kleiner Punkt, dass man sagt, naja gut, wir haben Antragsrecht, aber das ist ja so das Mindeste, was man fordern muss, dass Bürger eine Institution haben, eine Vertretung haben, die für sie Anträge stellen kann, die dann behandelt werden müssen. Und dass diejenigen, die dort im Ausländerbeirat die vertreten, dass sie auch ein Rederecht haben, dass sie in der Lage sind, das zu begründen und sich mit denjenigen auseinanderzusetzen, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Also das ist ja der politische Diskurs. Das muss ich den Leuten doch ermöglichen, wenn sie sonst überhaupt keine Möglichkeit haben, sich einzubringen. Die haben kein Wahlrecht, passiv, kein aktives Wahlrecht. Und das Wahlrecht wird man auch wirklich erstreckt haben, dann doch zu machen. Bei EU-Ausländern war es kein Problem, weil es vom EU-Recht überlagert. Das ist der Vorteil für die. Aber für Drittstaatsangehörige ist es sehr schwer, das zu erreichen. Und deshalb brauchen wir die Ausländerbeiräte. Es ist eine Frage, ob es sinnvoll ist, sondern es ist eine Frage, dass es notwendig ist. Es ist einfach notwendig, dass es die gibt, und zwar ohne jede Beschränkung, muss man einfach so deutlich sagen. Es ist ein rechtliches Petitum, kein politisches, kein sinnvolles Petitum, sondern ein absolutes rechtliches Petitum, dass es so sein muss. Das muss man den Parteien einfach so vermitteln. Die müssen wissen, dass sie sich auf rechtlich sehr ekligem Eis bewegen, wenn sie das ablehnen. Ja? Es geht auch nicht um Interessenvertretung, wenn die sagen, ja, wir haben die Möglichkeit, unsere Interessen zu vertreten. Da muss man sagen, es geht nicht um Interessenvertretung. Das war früher mal, aber jetzt nicht mehr. Es geht um politische Teilhabe. Die haben wir sonst nicht. Deshalb müssen wir das so machen. Nicht sehr sinnvoll, sondern wir müssen das so machen.
Genau, ich habe auf meiner Redseite nominiert, aber Sie haben noch gar keine Repräsentation. Nein, diese Argumentation fällt uns die ganze Demokratie zusammen, weil wenn man diese Anforderungen stellen würde, dann gäbe es eigentlich keinen einzigen Vertreter in Parlamenten oder so, der in der Legitimation sind. Es sind eigentlich ganz, ganz wenige Leute gewählt worden. Alle. Standard. Also es ist übrigens richtig komplett. Der Bundespräsident würde sogar in seinem Bezirk also nicht gewählt werden. Der Bundespräsident gewählt. Ja, die da sind. Aber wenn die nicht da sind, ist es richtig völlig unerheblich, wie viele Leute an der Wahl beteiligt sind. Man darf das, man muss das abwehren und sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, was erzählst du da. Das ist doch völlig unerheblich, wie viele Leute das nicht gewählt haben. Hauptsache, die sind da gewesen. Wenn das Recht das zulässt, dass das eben nur wenige sind, dann bin ich gewählt und habe das demokratisch legitimiert. Weil die haben nicht nur das Urwahl, die haben nicht vor Ort gewählt. Geheim, was weiß ich. Wir hier gestanden heute hier haben, ich bin auch bei Herrn Güllingen dankbar und auch natürlich bei Dingen, dass sie so eine Veranstaltung ermöglicht haben und natürlich von Ausländerbeirat hier in Dezember. Ehrlich gesagt, ich wusste am Anfang nicht, dass so eine sehr gute Veranstaltung wird und ich habe sehr viel von Ihnen gelernt. Sehr schön, wie Sie die juristischen Probleme einfach darstellen, habe ich sehr viel von Ihnen gelernt und ich glaube, irgendwann, wenn ich Sie klauen von meiner Veranstaltung, dass Sie auch für uns in Frankfurt entsprechend hier zum Thema Menschenrechte aus Sicht von Ihrer Erfahrung sprechen. Das war mein erster Teil. Mein zweiter Teil ist jetzt hier 1871. Ist in Deutschland ein wichtiges Jahr gewesen. Das Problem, was wir heute haben, haben wir auch 1871 gehabt. Wir haben damals in Deutschland eine germane Organisation gehabt und die Germanen wollen gerne unter sich bleiben. Deutschland ist von unten, ja, sie lachen, aber ist so. Die Deutschen wollen nicht von oben, sondern von unten untereinander bleiben. In Frankreich haben wir ein ganz anderes System und im Orient haben wir sowieso anderes. Und wenn wir in die Geschichte reingehen, 1872 gab erste Doppelstaatler-Abkommen der Welt zwischen Deutschland und Persien. Schon erster binationale Vertrag war da drin, kein Iraner darf Deutsche werden, kein Deutscher darf kein Iraner werden. Aber Sie ja sicher kennen Sie, dass heute noch das Gesetz existiert, dass wir können nicht eingebürgert werden, wenn Iraner sich erlauben. Und damit jetzt komme ich an zum dritten Thema, mein letzter Satz. Ich bin froh, dass ich mal in Deutschland bin. Ich bin froh, dass ich auch hier so offen sprechen kann. Wenn ich heute denke, was im Iran die Leute, die Staatsbürger sind, was mit Frauen und unseren Kindern passiert, denke ich mal, wir müssen sehr, sehr natürlich zufrieden sein, aber das reicht nicht, wir müssen weiterarbeiten. Wie schön wäre, dass auch AGA sich mit den Menschen im Iran solidarisieren könnte und eventuell dazu auch eine Erklärung abgibt, weil immerhin die Menschen in ganzer Welt sind da betroffen, wenn man sieht, dass die Kinder und Frauen werden getötet im Namen von einer besonderen Gatte von Diktatur. Die Situation hier ist ja klar und sehr aufschlussreich und das stärkt uns alle auch hier als Ausländerbeiräte. Mir ist heute aufgefallen, ja, es könnte wirklich sein, also die Ausländer, die europäische Stammung haben, dürfen ja hier bei der Kommunalwahl wählen. Und die vielen anderen dürfen nicht mitwählen. Für die müssen wir da sein, für die müssen wir auch unser Wort geben und unsere Stimme geben. Nun einmal, wenn wir es wirklich schaffen sollten, was ich sehr hoffe, dass diese Leute, die nicht europäische Staatsangehörigkeit haben, wählen dürften, würde es bei der Politik schon ganz anders aussehen bei der Kommunalwahlen. Wisst ihr, was ich meine? Dann wird es politisch ganz andere Richtung schlagen. Und das könnte mit ein Grund sein, warum man voll dagegen eingeht, dass man hier den Leuten kein Wahlrecht gibt. Dass man Angst davor hat. Und intensive Interessenswahrnehmung der Ausländer. Politische Teilhabe, wie Sie ja schon festgestellt haben,
ist ein Bestandteil der Demokratie. Ohne politische Teilhabe gibt es auch keine Demokratie. Und das ist ein Defizit, wie Sie ja festgestellt haben. Dieses Demokratiedefizit, handelt es sich um einen, müssen wir uns die Frage stellen, handelt es sich hier um einen strukturellen Rassismus? Wenn ja, warum, wieso, weshalb? Das muss erforscht werden. Aber ich denke, wir als politisches Gremium, die AGA und die Ausländerbeiräte, haben, wenn wir die Demokratie durchsetzen wollen, auch die Verpflichtung, und zwar die ethisch-moralische Verpflichtung, die der Wahrhaftigkeit durchzusetzen. Unsere Pflicht als Ausländerbeirat, wahrhaftig zu sein und die Wahrheit zu benennen, die Defizite zu benennen, dass Menschen unterdrückt werden, dass wir den Finger in die Wunde legen. Nur dann kann es eine Besserung geben. Und solange es die AGA und die Ausländerbeiräte gibt, die sich der Wahrhaftigkeit verpflichtet fühlen und den Finger in die Wunde legen, nur dann kann es auch Heilung geben. Und wir können auch die Selbstheilungskräfte dieses Staates vielleicht stärken. Und man braucht uns, und wir müssen alle zusammenhalten und uns gegenseitig in dieser Frage unterstützen. Und ich danke Ihnen nochmals. Ja, liebe Kollegen, ich möchte zu meinem Schlusswort und dann vielleicht noch mal eine Anmerkung zu dieser Debatte um die doppelte Staatsangehörigkeit, der Erleichterung der doppelten Staatsangehörigkeit. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir als Ausländerbeiräte unsere Bemühungen in diesem Bereich intensivieren, überall einbringen. Eine Erleichterung der doppelten Staatsangehörigkeit ist natürlich sehr wichtig, ohne Frage. Aber verlieren wir bitte nicht das Übergeordnete aus den Augen. Und das ist eben nach meiner Meinung einfach die politische Partizipation von Menschen ohne deutschen Pass. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ein Einwanderungsland. Es wird immer Einwanderung geben. Es werden immer Menschen geben, die neu hierher kommen und erstmal Jahre benötigen werden, bis sie überhaupt selbst in erleichterter Form eine Staatsangehörigkeit bekommen können. Wir erleben das jetzt einfach bei den Syrern, die 2015 gekommen sind. Wir erleben das gerade jetzt bei den Ukrainern, die wahrscheinlich nicht so schnell und wenn überhaupt wieder in ihre Heimat zurückgehen können. Wir werden immer Menschengruppen haben, für die eine besondere politische Selbstvertretung vonnöten ist. Und darauf müssen wir hinweisen. Das ist die Legitimation der Ausländerbeiräte. Und da in der Richtung müssen wir gemeinsam arbeiten. Wenn ich gemeinsam arbeiten sage, und das wäre jetzt mein Schlusswort, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute das dritte Mal diese Veranstaltung und guckt euch später um. Die Politik macht einen großen Bogen um uns herum. Wir wagen gerade jetzt die Erfahrung, dass wir bei der Bekämpfung der AGO-Regierung leider zu erfolgreich waren. Sie haben die Erfahrung gemacht damals, dass mit der AGA nicht gut Kirschen zu essen ist, dass mit den Ausländerbeiräten nicht gut Kirschen zu essen ist. Wir haben sie vorgeführt. Deshalb sind sie auch heute Abend nicht da. Wir haben die Beteiligten gesondert eingeladen. Der Direktor des Hessischen Städtetags ist ein Stadtverordneter aus dieser Stadt. Wir haben ihn persönlich eingeladen, heute unter uns zu sein und mit uns zu diskutieren. Aus bedauerlicherweise Termingründen hat er ablehnen müssen. Wir haben in den anderen beiden Städten gezielt Politiker eingeladen, und zwar der Regierungskoalition. Sie haben bedauerlicherweise aus Nebengründen abgelehnt und bedauert, nicht dabei zu sein.
die Politik macht einen großen Bogen um uns herum. Unsere Aufgabe ist jetzt, der Politik diesen Diskurs aufzudrücken. Das heißt, wir müssen bitte so in Social Media, in allen anderen Kanälen, wo wir jetzt dabei und aktiv sind, diese Diskussion aufnehmen, diese Veranstaltungsreihe aufnehmen, einfach mal darauf hinweisen, wir müssen öffentlich werden. Als AGA können wir das nur auf einer Ebene. Wir zusammen können es viel effektiver, daher meine besondere Bitte. Wir haben noch zwei Veranstaltungen jetzt, die nächste ist am 11.11. in Kassel und dann haben wir danach am 18.11. in Limburg und das ist nur das vorläufige Ende unserer gemeinsamen Bemühungen um den Diskurs. Im nächsten Jahr werden wir das mit aller Schärfe weiter vorantragen. Liebe Leute, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen das zusammen machen. Der AGA-Vorstand besteht aus 7 Leuten, die Geschäftsstelle 3, das sind nur 10 Leute. Nur alle zusammen sind wir stark. Ich bitte darum, kämpfen wir zusammen. Vielen herzlichen Dank. Das hätte ich nicht gut dafür. Ja, also besser kann man ein Schlusswort, glaube ich, nicht formulieren, das vor allen Dingen uns alle auch noch ein Stück weit mitnimmt und motiviert, tatsächlich das, was wir heute gehört haben, mit in die Beiräte zu tragen und da als Multiplikatoren weiter diese Diskussion auch zu führen. Ich danke ganz herzlich für das sehr doch aufmerksame Zuhören und ich danke selbstverständlich auch für die vielen interessanten und guten Fragen, die heutige Veranstaltung ebenso bereichert haben wie die zwei tollen Vorträge. Herzlichen Dank nochmal an unser Mitglied, dass wir hier sein durften und an Seminar für die gute organisatorische Vor- und Nachbereitung. Ich wünsche uns allen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns vielleicht die ein oder anderen am 3. Dezember bei der AGA-Plenarsitzung, diesmal in Friedrichsdorf. Kommt noch, wir haben Sie noch nicht verschickt. So einen schönen Abend.